Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester. Wir fahren heute ein wirklich großes, rein elektrisches SUV und zwar den neuen Kia EV9. Wir reden von über 5 Metern Länge und wir reden nebenbei von dem ersten rein elektrischen Kia mit 3 Sitzreihen. Und deswegen schauen wir uns natürlich heute das Thema Platz und Komfort an. Aber wir reden natürlich auch über den Antriebsstrang und die Batterie. Das heißt, wir reden über die Reichweite, das Laden und die Verbräuche. Wir sprechen aber auch über die Ausstattung. Wir reden über die Preise, über den Fahrkomfort, die Fahrdynamik und vieles, vieles mehr. Mich würde es freuen, wenn ihr dranbleibt, denn dann erfahrt ihr alles, was man zum Kia EV9 wissen sollte. Unser Fahrzeug wird angetrieben von 2 Elektromotoren, nämlich einem an der Vorder- und einem an der Hinterachse. Und die leisten jeweils laut Datenblatt 141,3 kW. Und damit gibt Kia die Systemleistung des Autos an mit 283 kW bzw. 385 PS. On top gibt es 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und so ausgestattet soll dieses große, schwere SUV in nur 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde sprinten. Die Höchstgeschwindigkeit wird angegeben mit 200 km pro Stunde. Trotz der hohen Leistung und eines recht hohen Fahrzeuggewichts wird der Verbrauch angegeben mit 22,3 Kilowattstunden je 100 gefahrenen Kilometern und die maximale Reichweite beträgt laut Datenblatt bis zu 505 Kilometer nach WLTP. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Fahrzeug von außen aussieht. Erstmal bei dem Blick von vorne fällt auf, der ist echt groß. 1,98 Meter ohne Außenspiegel, mit Außenspiegeln sind das sogar 2,26 Meter. Ein bisschen könnt ihr sparen, wenn ihr die digitalen Außenspiegel bestellt. Ist allerdings nicht so meine allererste Wahl. Ich mag die einfach nicht. Ich finde die normalen definitiv schöner. Nichtsdestotrotz, schauen wir vorne aufs Auto. Was auffällt, ist klar, diese große Haube und dann das extrem prominente Kia-Logo in dieser metallischen Optik. Dann gehen wir weiter runter, dann haben wir hier so einen Einsatz. Das ist so eine eloxierte Optik und hier einen glänzend schwarzen Bereich. Gefällt mir persönlich auch gut. Und darunter haben wir dann eine sehr schön modellierte Fläche, leicht eingezogen. Übrigens, in der Zukunft gibt es hier so durchbrechend Lichtelemente. Ist bei uns in Deutschland leider noch nicht erlaubt. Deswegen kriegt man das bei uns nicht. Im Ausland kann man das tatsächlich schon bestellen. Dann schauen wir uns die Scheinwerfer an. In der Basis gibt es LED-Scheinwerfer. Optional, also bei uns hier, weil wir die GT-Line fahren, gibt es die sogenannten Adaptive Dual LED-Scheinwerfer. Finde ich persönlich richtig klasse. Haben ihren ganz eigenen Look und geben im Auto, gerade weil sie eben hochformatig stehen, richtig schön Kraft an der Außenseite. Was das Ganze noch unterstützt, ist diese besondere Form der Blinker. Auch das ist ein echter Hingucker. Schauen wir weiter runter. Dann haben wir hier unten unterhalb von dem Kennzeichen und diesem glänzenden schwarzen Bereich nochmal einen Lufteinlass, allerdings einen adaptiven. Das heißt, der ist nur offen, wenn das Auto Luft braucht. Ansonsten ist er geschlossen wie jetzt. Das optimiert einfach mal die Aerodynamik. Darunter gibt es dann noch mal eine Abrisskante, auch wieder in dieser eloxierten Optik. Und was mir gut gefällt ist, passend zu unserer mattblauen Lackierung haben wir überall schwarze Bereiche, die einfach für sehr schöne Kontraste sorgen und so dem Auto eine ganz eigene Zeichnung geben. Wenn wir an die Seite gehen, gibt es in der Basis schon 19 Zoll Räder. Wir fahren die GT-Line. Das Auto fährt in der Basis mit 21 Zöllern vor und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Zumal der Eindruck der Räder nochmal unterstützt wird und zwar durch diese glänzend schwarzen Beplankungen hier. Die haben wir um die Radhäuser rum. Das sorgt einfach dafür, dass das Rad quasi optisch nochmal vergrößert wird. Und wir finden übrigens auch hier unten am seitlichen Schweller. Da allerdings auch wieder mit diesem Einleger in dieser eloxierten Optik. Und das gibt dem Auto so ein bisschen robusteren Look, sorgt einfach dafür, dass wir mehr an ein SUV denken, denn nichts anderes ist das. Der Wagen ist wirklich groß. Wir reden von einer Fahrzeuglänge von 5,02 Meter. Wir reden bei dem Auto von einem Radstand von 3,10 Meter und haben eine Höhe von 1,78 Meter. Also wirklich kein kleines Auto. Und dann kommt noch die Form dazu, die ist eher ein bisschen kastig. Wir haben eine nicht ganz so lange Motorhaube, haben eine, würde man sagen, 45 Grad Winkel geneigte Frontscheibe, ein fast komplett gerades Dach. Das Einzige, als Hingucker hier oben, ist vielleicht noch die glänzend schwarze Dachreling. Dann hinten den großen Dachkantenspoiler, relativ kurzen, steilen Überhang am Heck und damit eine wirklich, ja, kastige, große Form. Bietet natürlich dann auch viel Platz. Was das Ganze ein bisschen schicker macht, ist zum einen, wir haben versenkbare Türgriffe. Wir haben darüber hinaus glänzend schwarze Fensterrahmen, haben ab der B-Säule serienmäßig abgedunkelte Seitenscheiben. Die Heckscheibe ist übrigens auch abgedunkelt. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto so ein bisschen mehr einen eigenen Look bekommt. Darüber hinaus wird das Ganze ein bisschen dynamischer durch die Linienführung. Wenn wir uns hier nämlich das Rathaus anschauen, sehen wir diese Linien klassisch in dieser Form, die einfach dafür sorgen, dass dieser Bereich stark nach außen gestellt wird und stark hervorgehoben wird. Das Gleiche finden wir hinten auch wieder. Da haben wir die gleiche Linienführung im Endeffekt auch wieder. Und das sorgt dafür, dass auch dieser Bereich richtig schön weit außen steht, dem Auto Kraft verleiht. Schauen wir uns das Heck an. Oben natürlich wieder der große Dachkartenspoiler, dann die abgedunkelte Heckscheibe. Dann gibt es hier das große Kia-Logo, auch wieder sehr auffällig. Ansonsten eine eher schlichte Form, auch wieder leicht eingezogen. Aber der echte Hingucker sind ganz klar auch hier wieder die Rückleuchten und die Blinker. Das Ganze ist in einer eigenen Form gemacht.
soll so ein bisschen an Sternzeichen erinnern. Ich muss immer sofort an Sylt denken, wenn ich das Ganze sehe. Mag falsch sein, aber vor allen Dingen erinnert mich dieser Bereich hier außen so ein kleines bisschen an Volvo. Nichtsdestotrotz sieht es wirklich gut aus und gibt dem Auto einen ganz eigenen Look. Schauen wir hier hinten noch ein bisschen weiter runter. Dann haben wir den Heckstoßfänger auch wieder in glänzendem Schwarz mit diesem eloxierten Einleger. Darunter nochmal glänzendes Schwarz und so am Heck einen sehr schönen, kräftigen Stand, eben auch dank dieser weit rausstehenden hinteren Rathäuser. Und ich finde, dass das Auto dank dieser vielen Eigenheiten einfach einen ganz eigenen Look mitbringt und gerade für so ein großes SUV seine Wirkung nicht verfehlt. Die Basisausstattung des EV9, die ist wirklich recht umfangreich. Unter anderem sind immer mit an Bord eine Klimaanlage, das voll digitale Cockpit, das große Touchscreen fürs Infotainment. Wir haben hier das Multifunktionslenkrad an Bord, Apple CarPlay, Android Auto, auch digitaler Radioempfang ist immer mit dabei, eine Sitzheizung vorne und noch vieles, vieles mehr. Darüber hinaus kann ich aber weitere Dinge bestellen, entweder über die höhere Ausstattungslinie, über Einzeloptionen oder Pakete. Und das sind dann Sachen wie zum Beispiel ein Glasdach. Ich kann hier die Sechssitzigkeit in zwei Konfigurationen bestellen oder wenn ich möchte, zum Beispiel auch ein Head-Up-Display ist möglich. Es gibt eine Massagefunktion für den Fahrer und noch einiges mehr. Und damit kann ich den Wagen, obwohl er in der Basis schon gut ausgestattet ist, dennoch so anpassen, dass er meinen Ansprüchen gerecht wird. Unter der Haube unseres EV9, da findet ihr keinen großen Antriebsstrang, sondern einen sogenannten Frunk, also einen vorderen Kofferraum. Und das heißt, ihr habt hier bei der heckgetriebenen Variante des Fahrzeugs bis zu 90 Liter zusätzliches Ladevolumen. Bei uns mit dem Allradantrieb, also den zwei Motoren, bleiben immer noch 52 Liter über. Zum Thema Motorisierung, es gibt genau zwei zu bestellen. Im Grunde genommen sind es nämlich einmal die heckgetriebene Variante. Da habt ihr einen Motor an der Hinterachse, der leistet 150 kW bzw. 204 PS und lässt das Fahrzeug bis zu 185 km pro Stunde schnell sein. Oder ihr wählt den Allradantrieb, dann habt ihr zwei Elektromotoren. Beide leisten 141,3 kW maximal, also haben wir eine Systemleistung von 283 kW bzw. 385 PS. Und dann gibt es nochmal 600 Newtonmeter gesamt bzw. bei der GT-Line-Version sogar 700 Newtonmeter maximal. Das Fahrzeug ist dann übrigens bis zu 200 km pro Stunde schnell. Der große Unterschied ganz klar, nicht nur mehr Leistung, sondern eben beim einen Hecktriebler, beim anderen Allrad. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im Fahrzeug finde ich tatsächlich gelungen. Wenn ich mich umschaue, ich habe hier an der Tür Soft-Touch-Materialien hier oben, im inneren Bereich auch. Ich habe eine weiche Armauflage, habe dann hier eine bespannte Oberfläche mit Stoff und erst unten bei den Ablagen finde ich Hartplastik. Schaue ich mir das Armaturenbrett an, auch da großflächig Soft-Touch, weiter vorne wieder diese bespannte Oberfläche mit dem Stoff, darunter dann so ein Chromeinsatz hier bei den Lüftern und darunter dann zum Teil Kunststoff, zum Teil aber auch da noch Soft-Touch. Gehe ich in die Mittelkonsole, da habe ich großflächig oben Hartplastik, gut gemacht allerdings, an der Seite wieder die Stoffbespannung, spricht mich persönlich an. Schaue ich mir das Lenkrad an, dann finde ich einen schönen weichen Lenkradkranz, in der Mitte habe ich wieder alles Ton in Ton gehalten, natürlich Kunststoffflächen, aber auch da vernünftig verarbeitet und habe hier und da noch ein paar metallische Oberflächen, macht auf mich einen guten Eindruck. Auch das Kia-Logo, das recht präsent ist, passt hier vernünftig rein. Bei den Sitzen ist es so, dass wir eine Oberfläche haben aus Kunstleder, beziehungsweise aus entsprechenden Kunststoffen oder Stoffen. Und ich finde, die sind gut gearbeitet. Das macht einen vernünftigen Eindruck. Ich vermisse hier keine Echtleder heute. Ich finde es wirklich sehr schön gearbeitet. Und von daher habe ich hier einen Innenraum, der, wie ich finde, gut zu diesem modernen Elektrofahrzeug passt. Jetzt schauen wir uns mal das sogenannte Panorama-Display hier in unserem EV9 an. Und das vereinigt das digitale Cockpit, die Klimasteuerung und das Infotainment. Und wir fangen mit dem Cockpit an. Wir haben hier eine Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll und finden dort, ja, ich würde mal sagen, ein klassisches digitales Cockpit. Wir haben links die Anzeige der Geschwindigkeit, rechts die Anzeige der Restreichweite. Dazu noch Informationen über das aktuell gewählte Fahrprogramm, über den Akkustand, die Außentemperatur und die Verkehrszeichenerkennung, um einige Dinge zu nennen. Wir haben hier die Möglichkeit, den inneren Bereich, diesen Informationsbereich anzupassen. Und zwar bei einer Taste am Lenkrad können wir unterschiedliche Themenbereiche wählen, wie zum Beispiel die Assistenz- und Sicherheitssysteme, Navigationsinformationen oder Assistenzsysteme und können dann aber da drin auch nochmal über das Drehrad die unterschiedlichen Untermenüs anwählen, sodass wir wirklich genau das zu sehen bekommen, was wir gerade für unsere Fahrt für wichtig erachten, was wir gerade sehen wollen. Darüber hinaus verändert sich die Optik des Ganzen noch ein bisschen. Entweder manuell über die Einstellungen im Infotainment oder über die unterschiedlichen Fahrmodi. Gucken, ob das im Stand auch geht. Hier sehen wir es, bei Sport wird die Optik ein bisschen anders, bei MyDrive nochmal anders und im Eco-Bereich ebenfalls. Und auch da habt ihr dann sehr schöne optische Unterteilung, sodass ihr automatisch aufgrund der Form und Farbe wisst,
in welchem Fahrmodus ihr gerade unterwegs seid. Daneben finden wir schmal 5,3 Zoll groß die Klimasteuerung, ebenfalls mit einem eigenen Display. Finde ich persönlich eine gute Lösung, wobei bei meiner Sitzposition ein Großteil der Informationen hier hinter dem Lenkrad verschwindet, aber ich brauche nur leicht den Kopf neigen und kann hier sehr schön schnell und direkt die Klimasteuerung vornehmen, und zwar nicht nur für hier vorne, sondern auch für die hintere Sitzreihe. Rechts daneben gibt es dann das Infotainment, auch wieder ein Touchscreen. Hier haben wir wieder 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale und dahinter ein sehr umfangreiches System, aber Kia bzw. Kia Hyundai Genesis typisch, nämlich alles aus einem und demselben Konzern. Wir haben hier einen Homescreen, der ist vernünftig unterteilt. Hier Navigationsinformationen, da Infotainment, da auch noch den Bereich EV, und ich kann wischen und finde dann, sag mal, die oberste Menüstufe finde ich sehr gut. Hab die wichtigsten Direktwahltasten hier, wie zum Beispiel auch das Telefon, Apple CarPlay, Sprachinfos, Sitze, die Autowäschemodus, den man hier und da mal benutzt, oder die Einstellung, und kann auch noch weiter wischen, um so direkt an Dinge heranzukommen. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, über die Shortcuts hier unten zu arbeiten. Auch da kann ich sehr schnell sofort in alle Bereiche gehen. Für mich interessant ist, Apple CarPlay, Android Auto ist immer mit an Bord. Das funktioniert hier wirklich gut und ordentlich. Schnell, allerdings wichtig, nur kabelgebunden. Finde ich für ein modernes Auto ein bisschen schade. Mittlerweile dürfte das auch wireless verfügbar sein. Wenn ich wieder auf den Home-Button gehe, lande ich in dieser Übersicht, und da sehe ich zum Beispiel auch, ich kann die Sitze hier komplett einstellen. Finde ich persönlich auch gut, nämlich zum Beispiel hier auch die Sitzheizung und das Ganze nicht nur für die zweite, sondern auch für die dritte Sitzreihe. Direkt anwählbar, auch über diese Shortcuts hier unten, ist unter anderem der Bereich Map bzw. dann auch das Navigationssystem. Und das ist natürlich fürs elektrische Fahren optimiert. Das bietet euch all das, was ihr wissen müsst. Ihr könnt direkt mit einem Klick Ladestationen finden. Ihr könnt natürlich eine Route planen und automatische Ladestopps werden eingefügt. Auch das funktioniert hier selbstverständlich sehr sauber und ordentlich. Es gibt natürlich noch die Einstellungen. Dahinter verbergen sich eigentlich alle Einstellungen zum Fahrzeug, inklusive eben dem Thema Fahrerassistenz, Fahrmodus, Motorsound an, aus, Klimaanlage, Sitze und Türen und vieles, vieles mehr. Ihr habt hier den Bereich des Elektrofahrzeugs, also alle Einstellungen, die da wichtig sind, wie das Thema Akkuladung, wie wird geladen, das Thema Plug-and-Charge ist dahinterlegt und alles, was ihr zu diesem Bereich benutzt und auch wissen müsst. Könnt die Soundeinstellung vornehmen, die Navigation einstellen, die Anzeigen verändern, die Layouts verändern und vieles, vieles mehr. Und habt im Grunde genommen so ein sehr schön modernes System, das wirklich gut zu diesem EV9 passt und das euch die Möglichkeit gibt, das Auto genau auf euch einzustellen und eben auch die Optik so einzustellen, dass ihr euch hier wirklich wohlfühlt und immer genau das findet, was ihr aktuell für eure Fahrt gerade braucht. Das Platzangebot hier vorne ist für den Fahrer und Beifahrer wirklich sehr ordentlich. Ich bin 1,95 Meter lang, sitze aufrecht im Auto, habe über dem Kopf noch Platz, genug Platz um die Schultern, genug Platz für die Beine, kann auch das Lenkrad grundsätzlich gut einstellen, wobei ich da sagen muss, ein bisschen näher zu mir würde ich schon gerne noch haben, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Der Sitz bietet wirklich sehr viel Komfort, bietet einen vernünftigen Seitenhalt, und ich habe hier eine Beinauflage, die ich hochfahren könnte. Das heißt, zum Beispiel bei einer Pause kann ich es mir richtig gemütlich machen. Wie viel Platz das Auto hinter mir bietet und vor allen Dingen auch wie viel Platz in der dritten Sitzreihe ist, das schauen wir uns gleich bei einem Zwischenstopp an. Dann schauen wir doch mal, wie viel Platz dieser Siebensitzer tatsächlich bietet. Mein Sitz ist nicht verstellt und das Auto ist lang, da sollte Platz genug sein. Und wenn ich da reinschaue, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Also reinklettern, super einfach. Ich habe aktuell vor den Knien fast 20 cm. Über dem Kopf auch noch eine Hand, die da gerade so durchpasst. Ich bin 1,95 Meter groß, sitze hier wirklich gut. Die Knie sind noch nicht mal zu hoch. Das ist sehr, sehr ordentlich. Bevor wir uns die dritte Sitzreihe anschauen, schauen wir uns erstmal an, was man hier noch einstellen kann. Denn zum einen habe ich hier eine separate Klimasteuerung, finde ich richtig praktisch. Zum anderen kann ich die Sitzreihe verschieben, und zwar hier. Ich würde auch jetzt immer noch komfortabel sitzen, kann die Füße unter den Vordersitz tun, habe immer noch ein paar Zentimeter von den Knien. Und jetzt schauen wir uns an, wie viel Platz ich hinter mir hätte, wenn ich jetzt da reinkletter. Rauskommen ist jetzt etwas enger, geht aber immer noch. Ich bin immer noch gleich groß. Ne? Wir haben hier einen Knopf zum Draufdrücken. Dann fährt der Sitz nach vorne. Jetzt schauen wir, wie weit ich da reinkomme und ob das geht. Erstmal auch hier. Kopffreiheit funktioniert. Ich sitze aufrecht im Auto und kann mit der Hand noch zwischen Decke und Kopf durchgehen. Das funktioniert so gut wie nirgendwo. Richtig gut. Jetzt holen wir den Sitz mal zurück. Mal schauen. Er ist jetzt schon weiter als gerade eben. Ich muss mal so meine Beine zur Seite machen. So, jetzt könnte ich die Lehne an der Seite noch verstellen. Das probieren wir mal. Und jetzt bin ich mit den Rasten
weiter hinten, als ich gerade eben gesessen habe. Das kann ich leider nicht anders steuern. Und trotzdem, ich könnte hier für eine kurze Strecke sitzen. Nicht bequem. Ich denke, wenn wir die Bank ein Stück nach vorne schieben, würde auch das für eine Stunde gehen. Und wenn man 1,80 ist und vielleicht 1,80 und 1,80, dann kann man das wahrscheinlich sogar auf der Langstrecke aushalten. Zusätzlich zu unserer normalen Sitzprobe, nämlich kann ich hinter mir sitzen, können wir noch was anderes bieten beim EV9. Und zwar gibt es das Auto nicht nur so wie unser Auto als Siebensitzer, sondern auch als Sechssitzer und dann in zwei Varianten. Einmal mit so richtigen Lounge-Sesseln, wo ihr euch richtig reinflezen könnt. Das heißt, die Lehne runter, die Beine hoch und komplett entspannen. Aber es gibt auch eine eher praktische Variante, die ich bevorzuge, nämlich die hier. Hier sind die Sitze in der zweiten Sitzreihe drehbar. Das heißt, ihr könnt sie einmal Richtung Ausgang drehen oder aber komplett gegen die Fahrtrichtung drehen. Damit habt ihr eine schöne Lounge-Situation und könnt zum Beispiel auf der längeren Fahrt euch super auf der Rückbank unterhalten. Aber in dieser Position haben sie einen großen Vorteil. Ihr könnt nicht nur ein Kind sehr leicht anschnallen auf dem Kindersitz und dann einfach nach vorne drehen. Ihr könnt den Kindersitz auch komplett easy montieren. Oder wenn ihr älter seid, ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung, setzt euch einfach drauf, dreht wirklich leicht einfach den Sitz in die Fahrtrichtung und schon kann die Reise losgehen. Immer mit an Bord im Fahrzeug sind unter anderem ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, ein Tempomat, eine Rückfahrkamera, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Totwinkelassistent, Parksensoren vorn und hinten und noch einige mehr. Und damit habe ich eigentlich alles an Bord, was man sich so wünschen könnte. Aber ich kann tatsächlich noch vier weitere Systeme dazu bestellen. Und das sind dann zum einen das sogenannte Remote Parken über den Smart Key. Ich kann hier eine Kollisionsvermeidung bestellen fürs Ausparken. Es gibt darüber hinaus fürs Auto auch noch eine 360-Grad-Kamera und zusätzlich noch den Blindspot Assist, also den Totwinkelwarner mit Monitoranzeige. Das kennen wir aus anderen Fahrzeugen von Kia, finde ich persönlich richtig klasse. Das würde ich definitiv haben wollen, aber das ist auch schon alles. Mehr kann ich hier optional nicht hinzukonfigurieren. Die Batteriekapazität unseres Fahrzeugs wird angegeben mit 99,8 Kilowattstunden. Das soll hier reichen für bis zu 505 Kilometer nach WLTP, zumindest bei unserem Auto. Geladen werden kann das Fahrzeug hier und das geht entweder mit Wechselstrom, entweder an der Haushaltssteckdose oder der Wallbox oder einer öffentlichen Ladestation. Hier werden bis zu 11 kW Ladeleistung versprochen und damit sollen wir von 10 auf 100% circa 9 Stunden warten müssen. Schneller geht es mit Gleichstrom am DC-Schnelllader. Hier werden bis zu 210 kW Ladeleistung versprochen und dann sollen wir nur 24 Minuten warten von 10 auf 80%. Was beim Auto wirklich klasse ist, wir können hier auch externe Geräte laden oder betreiben über die sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion. Dafür haben wir diesen Adapter hier, den steckt ihr hier ins Auto und da findet ihr dann eine normale Schuko-Steckdose. Und das heißt, ihr habt hier eine maximale Leistung von 3,6 kW, die ihr eben benutzen könnt, um externe Geräte zu laden oder zu betreiben. Unser Fahrzeug wiegt deutlich über 2,5 Tonnen leer und natürlich merkt man dieses Gewicht, aber auf der anderen Seite haben wir hier auch einen Antriebsstrang an Bord, der damit locker klarkommt. Wir haben ein Fahrwerk, das dafür sorgt, dass der Wagen sehr schön satt auf der Straße liegt und wir haben hier die Batterie im Unterboden. Das heißt, eher einen tiefen Schwerpunkt und damit kann man mit dem Auto auch mal ein bisschen dynamischer fahren, aber dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Wir haben zwar den Fahrmodus Sport, den wir wählen können, es gibt aber auch einen Eco-Modus und einen Normalfahrmodus und einen My-Drive-Mode, aber die Paradedisziplin ist ganz klar das entspannte, ruhige Reisen, denn das kann er wirklich richtig gut. Der liegt schön satt und ruhig auf der Straße. Der lange Radstand unterstützt diesen Komfortaspekt nochmal deutlich und damit könnt ihr hier wirklich richtig schön reisen, ohne darüber nachzudenken, dass die Fahrt vielleicht auch länger dauert. Der kleine Nachteil beim Auto ist, wir reden von 3,10 Meter Radstand, wir reden von einer Fahrzeuglänge von über 5 Metern. Und wenn ihr in der Innenstadt zum Beispiel unterwegs seid, habt enge Kurven, fahrt in Parkhäuser und ähnliches, dann merkt ihr natürlich die Länge und vor allen Dingen auch den Radstand. Und das ist nicht immer perfekt. Und deswegen ist mein Tipp, fahrt den Wagen auf jeden Fall Probe und vor allen Dingen auch in eurem Umfeld, um für euch festzustellen, ob das das Richtige ist. Denn leider gibt es auch optional keine Hinterachslenkung zu bestellen. Das bietet Kia nicht an. Es gibt Fahrzeuge im Markt, die genauso groß sind oder größer. Es gibt Fahrzeuge im Markt, die dann auch noch elektrisch unterwegs sind und die eine Hinterachslenkung bieten. Aber man muss fairerweise dazu sagen, die sind dann auch deutlich teurer als unser EV9. Und deswegen sage ich ganz klar, probiert es aus, denn im Grunde genommen ist das ein wirklich richtig gutes Paket. Ihr habt eine schöne direkte Lenkung, ohne dass ihr nervös ist. Habt Elektrofahrzeug typisch natürlich eine gute Gasannahme, habt ein gut dosierbares Bremspedal und damit, wie schon gesagt, ein sehr schön abgestimmtes Paket, bis auf diese Kleinigkeit, wo jeder selbst entscheiden muss, ob ihn das stört oder nicht. Der EV9, der bietet nicht nur richtig Platz für Fahrer und Passagiere, sondern auch
für das Gepäck oder Dinge, die ihr mitnehmen wollt. Allerdings nicht ganz so viel mit aufgestellten Rücksitzen, denn wenn ihr alle beiden Reihen hochklappt, bleiben hier tatsächlich nur 333 Liter über, wobei ich sagen muss, das ist immer noch nicht wenig und für einen normalen Einkauf sollte das reichen. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Ganze aufzuklappen. Darunter sind so ein paar Kleinigkeiten untergebracht, unter anderem die Abdeckung für hier oben, aber da könntet ihr noch ein paar Kleinigkeiten reinpacken. Wenn ihr die Sitzreihe hinten umklappt, also die dritte Reihe, dann hat er bis zu 828 Liter maximales Fassungsvermögen laut Datenblatt. Das ist dann schon wirklich genug, auch für eine normale Urlaubsreise. Wenn ihr sagt, ihr müsst richtig viel mitnehmen, dann klappt ihr einfach auch die zweite Sitzreihe komplett um. Und dann habt ihr hier bis zu 2318 Liter maximales Ladevolumen. Das gilt für den Siebensitzer. Beim Sechssitzer ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Was mir darüber hinaus richtig gut gefällt, ihr könnt das Ganze völlig entspannt erledigen, nämlich von hier einfach per Knopfdruck die Sitze umklappen. Dann müsst ihr euch gar nicht kümmern, müsst nicht ins Auto klettern, macht der Wagen von ganz alleine. Finde ich richtig praktisch. Was außerdem noch richtig praktisch ist, ihr könnt mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Und die Anhängerlast ist für ein Elektrofahrzeug relativ hoch, denn als Allradversion könnt ihr bis zu 2,5 Tonnen gebremst ziehen. Und die maximale Stützlast, die wird angegeben mit bis zu 125 Kilogramm. Falls das immer noch nicht genug Platz ist, gibt es hier übrigens auch noch einen vorderen Kofferraum, einen sogenannten Frunk. Ablagen finde ich hier im Fahrzeug tatsächlich reichlich. Fängt an mit den Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite vorne. Da habe ich vernünftig dimensionierte Ablagen. Schaue ich dann in die Mittelkonsole, da gibt es im unteren Bereich ein sehr großes Fach. Gehe ich weiter hoch, dann habe ich hier oben einen Bereich, den kann ich öffnen und schließen. Darunter gibt es zwei Becherhalter, die ich aktivieren oder nicht aktivieren kann, je nachdem, was ich gerade mit diesem Raum machen möchte. Dahinter habe ich im oberen Bereich dann noch eine Ablage fürs Mobilgerät. Da ist übrigens auch das induktive Laden untergebracht. Und dann habe ich hier eine Mittelarmlehne, die kann ich hochklappen. Darunter gibt es dann auch noch mal ein zusätzliches Ablagefach. Und dahinter habe ich noch mal zwei Becherhalter. Darüber hinaus finde ich hier vorne ein vernünftig dimensioniertes Handschuhfach vor. Und wenn ich dann auf die Rückbank schaue, gibt es natürlich Ablagen in den Türen. Es gibt Becherhalter in der herunterklappbaren Mittelarmlehne. Und selbst in der dritten Sitzreihe finde ich auch noch mal Ablagen. Und ich finde übrigens in allen drei Bereichen natürlich USB-Anschlüsse für Mobilgeräte, um die zu laden. Und somit muss hier, egal wo man sitzt, niemand auf irgendetwas verzichten. Wer sich für einen Kia EV9 interessiert, der muss mit mindestens 72.490 Euro kalkulieren, zumindest laut Preisliste, gibt es nämlich dafür die Basisversion des heckgetriebenen Fahrzeugs mit 150 kW maximaler Leistung. Wer die Allradvariante fahren möchte, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Die startet bei 76.490 Euro, bietet dann aber eben nicht nur Allrad, sondern auch eine Systemleistung von 283 kW. Dann gibt es noch die Ausstattungsvariante GT-Line, die wir fahren. Die ist nochmal etwas teurer und ihr könnt natürlich auch noch die unterschiedlichen Sitzkonfigurationen wählen, also entweder den Siebensitzer oder den Sechssitzer mit den drehbaren Sitzen beziehungsweise den mit den super bequemen Lounge-Sesseln und dann wird das Auto noch ein bisschen teurer. Die aktuell teuerste Variante ist tatsächlich die sogenannte GT-Line als Lounge Edition. Da habt ihr quasi alles mit an Bord. Der Wagen startet aber tatsächlich auch erst bei knapp über 84.000 Euro. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir uns mal das Thema Realverbrauch an. Wir haben jetzt rund 170 Kilometer hinter uns und wir sehen 22,7 Kilowattstunden die 100 gefahrene Kilometer. 22,3 steht im Datenblatt. Ich bin ganz normal gefahren. Ich habe zu keiner Zeit darauf geachtet, wie viel wir verbrauchen und bin wirklich positiv überrascht. Jetzt sind wir schon 22,6 und auch die Restreichweite. Wir haben noch 298 Kilometer über und das nach fast 175 gefahrenen Kilometern. Finde ich persönlich eine gelungene Vorstellung für so ein großes, schweres Fahrzeug. Das war sie, meine Probefahrt im neuen Kia EV9, dem neuen Flaggschiff aus dem Hause Kia. Zumindest, wenn wir von elektrischen Fahrzeugen reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den richtig klasse. Von außen aufs Auto geschaut, der hat einen völlig eigenen Look. Der wirkt groß, genauso groß, wie er ist. Der hat Ecken, Kanten, all das, was man sich wünscht, um wirklich zu sagen, das ist mein Auto. Nicht irgendein, sondern genau das ist mein. Schaut ins Auto rein. Dann findet ihr drin in der ersten, zweiten und sogar in der dritten Sitzreihe wirklich gute Platzverhältnisse. Ihr findet bereits in der Basis schon eine sehr ordentliche Ausstattung. Das gilt vor allen Dingen auch für die Assistenz- und Sicherheitssysteme. Und das Fahren mit dem Auto, gerade hier in der Allradversion, macht wirklich Spaß, denn der Antrieb hat genug Kraft, um auch dieses große, schwere SUV wirklich vorwärts zu treiben. Ihr könnt mit dem Auto komplett entspannt cruisen, könnt aber auch, wenn ihr wollt, ein bisschen dynamischer fahren, wobei natürlich merkt ihr da in den Kurven das Gewicht des Autos. Nichtsdestotrotz für mich ganz klar ein echter Cruiser, auch für mehr als vier Personen. Denn wir haben, wie gesagt, bis zu sieben Sitze und selbst ich passe in die dritte Sitzreihe. Das Preisniveau des Autos ist tatsächlich nicht niedrig. Wenn ihr überlegt, der teuerste kostet aktuell rund 84.000 Euro. Aber im Vergleich zu Wettbewerbern
ist das tatsächlich ein Schnäppchen. Denn wenn ihr so eine Größe haben wollt, rein elektrisch, müsst ihr sehr weit nach oben schauen, zumindest bei uns in Deutschland. Und dann reden wir über Fahrzeuge wie zum Beispiel ein Mercedes GLS bzw. elektrisch EQS SUV. Wir reden über ein X7 von BMW, um genau diese Platzverhältnisse zu haben. Und das macht natürlich schon preislich einen großen Unterschied. Diese Autos starten häufig bei über 100.000 Euro. Das Haar in der Suppe ist für mich, wenn ihr mit dem Auto auf engen Straßen unterwegs seid, wenn ihr zum Beispiel in ein Parkhaus fahrt oder in der Stadt unterwegs seid und müsst wenden, was hier fehlt, meine Meinung, ist die Hinterachslenkung. Wir haben einen Radstand von 3,10 Metern und ihr habt ein großes Auto von über 5 Meter Länge. Da ist es hier und da wirklich einfach angebracht, dass der Wagen ein bisschen wendiger wird. Das wäre für mich das Einzige, wo ich sagen würde, da wäre es toll, wenn Kia nachlegt. Ansonsten finde ich, dass das Fahrzeug insgesamt wirklich eine richtig gelungene Vorstellung ist. Mich würde es freuen, wenn dir das Format gefällt. Und wenn das so ist, dann lass bitte gerne ein Abo und oder ein Like da. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Fahrbericht hier bei die Autotester.